Ja, die ungewollte Kinderlosigkeit, wo es auch ein medizinisches Thema wird, startet mit 12 Monate nach Ausbleiben einer Schwangerschaft nach Beginn des ersten Geschlechtsverkehrs. Nach 12 Monaten sollte man dann eine medizinische Untersuchung durchführen, um zu schauen, ob es einen Grund gibt. Und wenn es einen Grund gibt, kann zum Beispiel beim Verschluss der Eileiter eine In-vitro-Fertilisation eine geeignete Therapie sein. Wenn ein Paar sehr alt ist, am Ende der reproduktiven Lebensphase, wie wir sagen, dann kann man auch manchmal nach 6 Monaten beginnen mit Abklärung. Die IVF ist eine Therapie, die aus 2 Komponenten besteht. Die eine Komponente ist die eigentliche In-vitro-Fertilisation. Man entnimmt eine Eizelle, die Eizelle wird mit den Samenzellen zusammengefügt und die Befruchtung braucht mindestens 2 Tage, bis sie abgelaufen ist. Und nachdem dann die Befruchtung stattgefunden hat, also frühestens nach 2 Tagen, wird die befruchtete Eizelle zurück in die Gebärmutter übertragen. Das ist heute eine Routinetherapie. Man tut aber eine 2. Komponente hinzufügen, um die Chancen zu erhöhen, und das ist die Hormonkomponente. Mit Hormonen stimuliert man den Eierstock, dass der nicht nur ein Eibläschen, sondern mehrere Eibläschen zu produzieren vermag, sodass man mit mehreren Eizellen gleichzeitig die In-vitro-Fertilisation durchführen kann. Eigentlich ist die Hormonbehandlung nur dafür da, die Chancen zu erhöhen. Man sollte nicht allzu früh mit Hormonen starten, weil alle Hormonpräparate haben den Nachteil, dass es zu mehrfach Eisprünge kommt und damit auch zu einem Risiko von Mehrlingsschwangerschaften. Deshalb sollte man dem Paar immer doch eine gewisse Zeit geben, um auf romantische Art und Weise ohne Hormone schwanger zu werden. Bei der künstlichen Befruchtung ist die Erfolgsrate sehr, sehr schwer zu beziffern. Wenn ich eine komplette künstliche Befruchtung mache, viele Eizellen gewinne, die zurücksetze, teilweise in die Tiefkühltruhe tue und die auch wieder auftaue und zurücksetze, also einen großen Therapieblock von 3 Monaten veranschlage, liegt die Erfolgsrate etwa irgendwo bei 40-50%. Also die Kosten für die In-vitro-Fertilisation werden von der Solidargemeinschaft nicht übernommen. Die Paare müssen das also selber finanzieren. Die Kosten setzen sich zusammen aus den medizinischen und Laborleistungen. Das wird etwa 2/3 der Kosten betragen. Und 1/3 kosten die Medikamente. Also man muss rechnen mit etwa 6.000 bis 8.000 Franken für einen Behandlungsversuch. Bei den Risiken der In-vitro-Fertilisation, also der IVF-Behandlung, muss unterschieden werden zwischen Risiken bei den Kindern und Risiken für die Mutter. Für die Kinder ist das Risiko minimal erhöht, 1-2% erhöhte Fehlbildungsrate, die aber nicht durch die Techniken verursacht ist, sondern eher dadurch, dass wir Ursachen für eine Unfruchtbarkeit haben, die wir letztendlich durch die IVF-Behandlung weitergeben. Die Risiken für die Mutter sind sehr, sehr begrenzt. Die Technik ist inzwischen so ausgereift, dass man keine Angst haben braucht. Die Risiken sind minimal. Was aber wohl ein relevantes Risiko ist, ist die psychische Belastung. Die Frauen stehen unter sehr hohem Druck, finanziellem Druck, hohem Erfolgsdruck. Und die Angst davor, dass die Therapie zu keinem Erfolg führt, ist im Prinzip ein psychisches Risiko.